Heuschreckenmenschen in der Darstellung Rudolf Steiners. In unserer Zeit erscheinen eine Art überzähliger Menschen. Sie sind keine Menschen in Wirklichkeit. Sie gehen herum, sie machen den Eindruck von Menschen, aber sie sind nicht im vollen Sinne des Wortes Menschen. Das sind die Worte Rudolf Steiners, ausgesprochen am 17. September 1924. Steiner hat eindringlich vor dem Auftreten von Heuschreckenmenschen gewarnt. Und er war nicht der Erste. Bevor ich nun näher auf die Heuschreckenmenschen eingehe, möchte ich von Stier und Ochs erzählen. Ich lebe in einem Tal in der Schweiz und hier gibt es keinen Ackerbau. Hier gibt es nur Weidewirtschaft. Und da stehen ein Ochse und ein Stier auf der Weide. Das heißt, der Ochse steht, der Stier rennt. Und der Stier rennt aufgeregt hin und her. Was hast du denn? Was bist du so nervös? Fragt der Ochse. Ach, antwortet der Stier, morgen soll ich kastriert werden. Das ist so fürchterlich. Ich habe so große Angst davor. Und wofür genau hast du denn Angst? Fragt der Ochse behutsam. Ach, dann ist es vorbei mit dem ausgelassenen Herumspringen auf der Weide. Dann ist es vorbei mit all meiner Kraft. Ich werde lahm werden und fett. Dann ist es vorbei mit der Freude an den Kühen. Sie werden mir vollkommen gleichgültig sein. Dann kann ich nichts mehr weitergeben der nächsten Generation. Es wird keine Freude und es wird keine Nachkommen mehr geben. Verstehst du das nicht? Der Ochse schaut sich lange auf der Wiese um. Er schaut auf das grüne Gras. Er schaut auf die andere Talseite, wo die Kühe grasen. Dann rupft er behutsam, fast zärtlich, ein Büschel Gras aus und er kaut es lange und aufmerksam. Er schaut den Stier an, lange und intensiv. Schließlich schnauft er zweimal tief, ganz tief und sagt: Na und? Doch nun zu den Heuschreckenmenschen. Zuerst hat Johannes vor ihnen gewarnt, und zwar in seiner Offenbarung. Dieses Ausschnitt aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 9. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg Rauch empor aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens, und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie töteten, sondern dass die Menschen Qualen leiden sollten, 5 Monate lang. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haare wie Frauenhaar, und ihre Zähne waren wie die Zähne von Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg ziehen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln. Und in ihren Schwänzen lag ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Das hat Johannes in einer Offenbarung gesehen, in einer Zukunftsvision. Und die große Frage ist, wann wird das passieren? Und die Antwort ist, es passiert heute schon, unbemerkt. Jetzt sagt jemand, ja, aber ich sehe nirgends Heuschreckenmenschen, die da so fürchterlich beschrieben sind. Und es ist auch nicht erstaunlich. Hören wir Rudolf Steiner dazu. Und er sagt, ja, was hat denn Johannes gesehen? Und unsere Frage ist, wieso kann Steiner das bestätigen? Und dazu müssen wir zuerst den Menschen anschauen. Also der Mensch, der besteht aus Körper, Seele und Geist. Und das hier, Körper und Seele, das ist heute schon vorhanden. Und der Geist, der wird sich erst in der Zukunft entwickeln. Und was jetzt in unserem Zusammenhang wichtig ist, das ist folgende Differenzierung. Nämlich der Körper, der besteht aus dem physischen Leib und dem Lebensleib. Und die Seele, die nennt Rudolf Steiner auch Astralleib. Jetzt haben wir hier also den physischen Leib, den Lebensleib und den Astralleib. Und das sind die Hüllen des Menschen. Und das Ich,
das wohnt in diesen Hüllen. Und nun schauen wir das genauer an und da sehen wir den physischen Leib, naja, den sehen wir alle. Das ist das, was wir vom Menschen sehen. Und den Lebensleib, den konnte Rudolf Steiner sehen als Eingeweihter. Und den Astralleib, den konnte Steiner auch sehen. Und das Ich, das konnte Steiner nicht sehen. Dann hat Steiner den Lebensleib beschrieben und hat, zwar hat er gesagt, der hat eine Form wie der physische Leib. Und der Lebensleib ist in sich ganz strukturiert und da gibt es ein Weben und ein Wehen in dem ganzen Lebensleib drinnen. Und der Astralleib, das Wichtige für uns ist, der hat eine Form wie eine Wolke, die ein wenig um den physischen Leib herausragt. Und die Offenbarung des Johannes Kapitel 9, die zeigt uns den Astralleib des Menschen. Da sagt Steiner, Johannes hat in einer Imagination den Astralleib der Heuschrecken Menschen gesehen. Was er gesehen hat, ist das hier. Das Bild mache ich jetzt wieder kleiner und dann können wir fortfahren. Und das ist ja der Astralleib, den hat nur Steiner gesehen. Und der physische Leib, ja, der sieht ganz normal aus. Und der Lebensleib, zudem hat Steiner einige Andeutungen gemacht, aber wir können sagen, mehr oder minder wird der wohl auch normal aussehen. Und das Ich bei den Heuschreckenmenschen, das Ich fehlt, in erster Näherung jedenfalls. Und da, wo das Ich sein sollte, da wirken andere Wesenheiten. Jetzt gucken wir das Wesen des Ich an. Das Ich, das ist nämlich bei keinem Menschen immer im Leib drin. Also nachts ist es bei allen komplett außerhalb des Leibes. Also nicht nachts, nachts, sondern wenn sie schlafen. Und bei kleinen Kindern ist es sozusagen um den Leib herum und baut den Leib erst mit auf. Und bis man dann 20 wird, bis dann zieht das Ich in den menschlichen Leib ein. Die Sache ist also kompliziert. Und so erstaunt es nicht, dass es verschiedene Heuschreckenmenschen gibt. Da gibt es zum einen die, wo gar kein Ich vorhanden ist und der Platz des Ich von Naturgeistern angenommen wird. Und dann gibt es die, wo fast kein Ich vorhanden ist und der Platz von Dämonen eingenommen wird. Dann gibt es die, wo ein Ich vorhanden ist, aber im Bewusstsein abgedämmert, nennt Rudolf Steiner das ist. Und da nimmt den Platz Ahriman ein. Und schließlich gibt es die Menschen, die haben ein vollbewusstes Ich, aber sie haben ausschließlich ahrimanische Gedanken. Und da sagt Steiner, diese Menschen sind geistig tot. Also das sind eigentlich Zombies. Und das sind die gefährlichsten Heuschreckenmenschen. Nun schauen wir den ersten Fall an. Das sind also die Fälle, wo gar kein Ich vorhanden ist und der Platz von Naturgeistern eingenommen wird. Und da sagt Steiner, es treten andere Individuen ein, die nicht recht passen, also nicht recht zu diesem physischen Leib passen. Und das sind eine Art Naturdämonen. Diese Wesen unterscheiden sich von den Menschen. Sie haben menschliche Gestalt. Es sind allerdings Naturgeist ähnliche Wesen. Und sie unterscheiden sich von den Menschen in Bezug auf alles Geistige. Ihr Gedächtnis erstreckt sich nicht auf ganze Sätze und sie bringen es nur bis zu einem Wortgedächtnis. Und dann sagt Steiner, das müssen nicht böse Menschen sein. Es können tief fühlende Wesen sein und sie können sogar eine seelische Entwicklung mitmachen, allerdings nur, wenn sie sich an Ich-Menschen anschließen können. Vor allen Dingen dürfen Sie auf gar keinen Fall erfahren, dass Sie kein Ich haben, denn das würde in Ihnen den Wahnsinn auslösen. Und Sie leben das Wesen dar, das Menschen bis zum 20. Lebensjahr zeigen. Ja eben, weil bis zum 20. Lebensjahr bei den Menschen das Ich voll in den Leib eingezogen ist. Und diesen Menschen gegenüber soll man sich auf jeden Fall sehr teilnahmsvoll verhalten. Es gibt zu diesem Fall ein eigenes Video. Den Link findet ihr unter diesem Video. Nun kommen wir zu Fall Nummer 2. Dieser Fall, das ist der Fall, dass fast kein Ich vorhanden ist und der Platz von Dämonen eingenommen wird.
Und viele solche Fälle sind aus dem Leben von Bernhard von Clairvaux bekannt. Bernhard von Clairvaux? Nun, ich habe mich viele Jahre mit Bernhard von Clairvaux, seinen Schriften und seinem Leben befasst und dazu ein Buch geschrieben, Pierre le Grognon, Mein Leben nach dem Tod, Bernhard von Clairvaux berichtet. Das Buch gibt wieder Aussagen Rudolf Steiners, Aussagen des Bernhard von Clairvaux, Angaben seiner Biographen und es basiert auf total 672 Literaturstellen. Und trotzdem ist es Belletristik, also unterhaltende Literatur. Man kann das einfach so lesen. So wie Robinson Crusoe. Mit dem einen kleinen Unterschied, dass das hier wahr ist. Der Link zu dem Buch ist unter dem Video. Und nun zurück zu Bernhard von Clairvaux. Da gibt es eine Geschichte, die steht nun nicht in meinem Buch, die will ich im Kommenden erzählen. Hier sehen wir nochmal Bernhard von Clairvaux, der lebte 1090 bis 1153. Und die Geschichte, die stammt von Arnaud de Bonneval, der war 1138 Mönch in Marmoutier und 1144 Abt in Bonneval. Und sehr viel mehr wissen wir nicht über ihn, aber wir wissen, dass er eine Biografie des Lebens, also seines Zeitgenossen Bernard de Clairvaux, geschrieben hat. Und den Text, den wir jetzt hören, der ist also fast 900 Jahre alt und aus dem Lateinischen übersetzt. Unter den Fällen von Besessenheit wurde auch eine alte Frau, eine Mailänder Bürgerin, ehemals eine hoch angesehene Matrone, von vielen Männern zur Kirche des heiligen Ambrosius und bis vor den Rücken des seligen Mannes geschleppt. Viele Jahre hindurch saß der Teufel in ihr. Er hatte die Frau schon derart gewürgt, dass sie Gesicht, Gehör und Sprache verlor, mit den Zähnen knirschte, ihre Zunge wie einen Elefantenrüssel vorstreckte und eher einem Ungeheuer als einem weiblichen Wesen glich. Ihr schmutziges Gesicht, ihr schrecklicher Blick, ihr stinkender Atem bezeugten den Unrat Satans, ihres Bewohners. Als nun der Gottesmann, also Bernhard von Clairvaux, das Weib zu Gesicht bekommen hatte, erkannte er den Teufel, der darin festhing und klebte und nicht so leicht aus seinem Hause weichen würde, in dem er so lange Wohnrecht genossen hatte. Bernhard wendete sich an die anwesende unzählbare Volksmenge und befiehlt, sehr andächtig zu beten. Die Kleriker und Mönche aber, die bei ihm neben dem Altare stehen, fordert er auf, das Weib zur Stelle zu bringen und festzuhalten. Das Weib jedoch leistet Widerstand und schlägt mit teuflischer Gewalt, nicht mehr mit natürlichen Kräften um sich, wovon gar mancher zu spüren bekommt, und versetzt sogar dem Abte einen Fußtritt. Der Abt, also Bernhard von Clairvaux, straft indes die Frechheit des Teufels gelassen mit Verachtung und ruft, nicht in beleidigtem Zorne, sondern in friedlich demütigem Gebet Gott als Helfer an und schreitet zur Darbringung des Opfers des Heils, also des Abendmahls. So oft er jedoch über die heilige Hostie das Kreuz schlägt, wendet er sich auch an das Weib und greift wie in tapferem Zweikampf den bösen Geist mit dem Kreuzzeichen an. Dieser aber zeigt sich von jedem Kreuzzeichen getroffen. Er wütet heftiger. Doch indem er so gegen den Stachel ausschlägt, verrät er, ohne zu wollen, wie sehr er leidet. Bernhard von Clairvaux gibt den heiligen Leib des Herrn auf der Kelchpatene, also die Hostie, und legt diese dem Weib aufs Haupt und spricht wie folgt: Böser Geist, hier ist dein Richter, hier lebt die höchste Gewalt. Nun widersteh ihr, wenn du kannst. Hier ist jener, der im Begriffe ist, für unser Heil zu leiden und ausgerufen hat: Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Das ist jener Leib, der aus dem Leibe der Jungfrau genommen, am Stamme des Kreuzes ausgespannt wurde, der im Grabe lag, der vom Tode auferstand, der vor den Augen der Jünger in den Himmel aufstieg. Geschützt auf die schreckliche Macht dieser Majestät, also befehle ich dir, böser Geist, fahre aus dieser seiner Magd und wage sie künftig nicht mehr zu berühren. Der böse Feind aber, der Widerwillen weichen muss und nicht länger zu weilen vermag, misshandelt sein Opfer umso grässlicher und wütender, je kürzere Zeit ihm noch verbleibt. Inzwischen kehrt der heilige Vater an den Altar zurück, vollzieht treu nach dem Ritus das Brechen der heilbringenden Hostie und gibt dem Diakon den Friedenskuss, auf dass er ihn weitergebe ans Volk. In diesem Augenblicke gewinnt das Weib vollen Frieden und volle Gesundheit wieder. So ist der Böse gezwungen, nicht zwar durch ein Bekenntnis, wohl aber durch seine Flucht zu offenbaren, welche Wirksamkeit und welche Macht in den göttlichen Geheimnissen ruht.
Die Frau aber, die der verpestete Henker so lange Zeit in der Bratpfanne so schlimmer Quälereien geröstet hat, ist wieder ihres Verstandes mächtig geworden, hat den vernünftigen Gebrauch ihrer Sinne zurückgewonnen und vermag ihre Zunge wieder in den Schlund zurückzuziehen. Sie sagt Dank und preist Gott und wirft sich, wie sie ihren Retter sieht, diesem zu Füßen. In der ganzen Kirche erhebt sich ein ungeheurer Lärm. Menschen jeden Alters jubeln zu Gott, die Glocken erklingen, alles preist Gott, die Begeisterung übersteigt jedes Maß. Die Stadt zerfließt in Liebe und verehrt den Diener Gottes, wenn man so sagen darf, mehr als einen bloßen Menschen. Jetzt kann man sagen, naja, das sind ja so mittelalterliche Märchen, die da so rumerzählt werden. Und nun gibt es aber einen Bericht eines bekannten, sogar eines bekannten anthroposophischen Arztes. Und zwar stammt der Bericht von Wilhelm zu Linden, der lebte 1896 bis 1972 und hatte über Jahrzehnte eine Praxis in Bonn. Er hat ein Buch geschrieben, Geburt und Kindheit, das auch häufig verwendet wurde. Die Geschichte, die ich gleich vorlesen will, die ist seinem autobiografischen Bericht Blick durchs Prisma, Lebensbericht eines Arztes abgedruckt. Bei dem Kranken handelte es sich um einen Militärbeamten im Generalsrang, dessen Namen ich natürlich verschweige. Er litt an einem metastasierenden Krebs des Kreuzbeines. Seit 9 Monaten lag der beinahe 2 Meter große Mann auf dem Bauch und war fast unbeweglich durch die außerordentliche Schmerzhaftigkeit des Leidens. Es war ein ungemein feiner, verinnerlichter Mensch, von dem ich kaum je ein Wort der Klage gehört habe. Mit seiner Frau, einer ebenfalls sehr fein organisierten Persönlichkeit, bestand offensichtlich das allerbeste Einvernehmen. Ich weiß nicht mehr, ob das Ehepaar mit der Anthroposophie verbunden war oder mit der Christengemeinschaft. Jedenfalls waren es religiöse Menschen. Es war ein grauenvolles Krankenlager, das Herr W. durchzustehen hatte. Ich versuchte, seine Beschwerden zu lindern, so gut es ging. Man musste ihm eigentlich den Tod wünschen, aber seine Zeit war offenbar noch nicht erfüllt. Es entstand im Laufe der Wochen einer von meiner Seite auf größter Hochachtung vor der mannhaften inneren Haltung und der menschlichen Feinheit sich gründenden Bindung zwischen mir und ihm. Durch meinen Dienst als Militärarzt und meine zivile Praxistätigkeit war ich auf das Äußerste in Anspruch genommen und konnte daher nur alle paar Tage die Zeit zu einem Besuche herausschlagen. Eines Tages bat mich Frau W. telefonisch doch bald zu kommen und den alten Arztfreund Dr. Jerschke mitzubringen. Ihr Mann habe erklärt, er stürbe jetzt und dabei habe er den Wunsch ausgesprochen, sich von seinen Ärzten zu verabschieden. Erst spät am Abend fand ich Zeit, die Fahrt durch halb Berlin zu machen, wobei ich den Kollegen Jerschke, der bettlägerig krank war, abholte. Als wir die Wohnung betraten, fanden wir zu unserer großen Verwunderung unseren Patienten zum ersten Mal seit vielen Monaten auf dem Rücken liegen. Am Vormittag hatte er seinen Angehörigen erklärt, die Totenträger sollten ihn als alten Soldaten nicht auf dem Bauch liegen finden. Er hatte seine Kinder aufgefordert, ihn anzufassen, jedes an einem Bein oder Arm, und dann hatte er das Kommando zum Umdrehen gegeben. Wie er das ohne allerstärkste Gaben von schmerzstillenden Mitteln ausgehalten hat, war uns Ärzten ein Rätsel. Dann hatte er seine Kinder einzeln zu sich gerufen, hatte dem seine Schwächen und seine guten Charaktereigenschaften klargemacht und ihnen Ratschläge für ihr weiteres Verhalten gegeben. Seine Söhne, denen man wahrhaftig keinen Hang zur Sentimentalität nachsagen konnte, waren auf das Stärkste von der Güte und der Weisheit des Vaters beeindruckt und erschüttert. Gegen Abend wurde er immer schwächer, und als wir Ärzte etwa um 11 Uhr abends an sein Bett traten, war der Puls kaum spürbar und das Sprechen fiel ihm sehr schwer. Dr. Jerschke sprach an sein Ohr geneigt mit ihm und betete mit ihm. Der Kräfteverfall nahm rasch zu. Etwas nach Mitternacht stand der Tod unmittelbar bevor. Da wurde Dr. Jerschke von einer Schwäche befallen und bat mich, ihn nach Hause zu bringen, was mir eine selbstverständliche Pflicht war. Der Sterbende hat unser Weggehen wohl kaum noch gemerkt. Der ganze Abschied hatte sich in einer sachlich feierlichen Weise vollzogen. Gegen 4 Uhr morgens ist Frau W. wieder am Apparat. Herr Doktor, kommen Sie bitte sofort, es ist etwas Furchtbares geschehen. Obgleich ich am Tonfall merkte, dass etwas ganz Ungewöhnliches geschehen sein musste, sagte ich aus Übermüdung heraus: Ach, gnädige Frau, es kann doch nur der Tod eingetreten sein, was denn sonst? Und sie antwortete: Nein, etwas ganz Entsetzliches. Bitte kommen Sie.
Als ich eine gute Stunde später das Schlafzimmer betrat, fand ich Herrn W. wieder auf dem Bauch liegend vor, aber mit dem Kopf am Fußende des Bettes. Sich auf die Arme stützend, fuhr er hoch, brüllte mich mit lauter Stimme an und betrachtete mich mit einem Blick eines wilden Tieres. Rasend vor Wut stellte er in schroffstem Befehlston alle möglichen Forderungen nach Essen und was es alles war. Von seiner vorherigen Feinheit, Höflichkeit und Bescheidenheit, ja von seinem Gesichtsausdruck, von seiner Sprechweise war nur noch ein Zerrbild, eine wüste Entstellung vorhanden. Er schäumte in wilder Raserei und stieß dabei Schimpfworte aus, die selbst ich als langjähriger Frontsoldat noch nicht gehört hatte. Dass er sich überhaupt mit dem Oberkörper so aufbäumen konnte, war mir ganz unbegreifbar. Ein ganz anderes Wesen, wie ein rasender Dämon, sprach aus dem Körper des menschlich so feinen, liebenswerten Herrn. W., ein Krebspatient, der monatelang auf sein Ende zulebt und seine letzten Kraftreserven für den Abschied von seiner Familie und uns Ärzten verbraucht hat, bis er in Agonie verfällt, wie kann der kurz darauf in eine solche Raserei verfallen? Diese Verwandlung war ebenso schauerlich wie ärztlich unbegreifbar. Ich weiß heute nicht mehr wann, also wie bald nach unserem Weggang, diese grauenvolle Veränderung bei ihm begann. Jedenfalls hat er bestimmt keine aufputschende Spritze oder etwas Ähnliches bekommen. Nachts gegen 12:30 hatten wir das Haus verlassen und gegen 4 rief mich Frau W. um Hilfe, was sie aus Rücksicht auf mich bestimmt lange genug hinausgezögert hat. Wir kamen zu dem Resultat, dass es sich nicht mehr um den uns so teuren Verstorbenen handeln könne, sondern dass sein Körper im Augenblick des Todes von einem dämonischen Wesen in Besitz genommen war. Diesem Erlebnis gegenüber helfen alle Erklärungsversuche gescheiter Leute gar nichts. Sie sind absolut unzulänglich. Ich habe sie mir selbst vor Augen gehalten, aber es hat keinen Sinn, sie hier aufzuzählen. Ich habe das Untier dann irgendwie zu beruhigen versucht. Aber nach 3 Tagen war Frau W. so weit, dass sie unhörbar für die anderen zu mir sagte, wenn das Vieh doch endlich verreckte. Das war eine geradezu ungeheuerliche Äußerung aus dem Munde dieser feinen, lebenden Frau. Sie zeigt aber vielleicht am ehesten, wie die Situation in Wirklichkeit war. Es war einfach unerträglich, mit diesem Wesen länger umgehen zu müssen. Ich war damals besonders stark beansprucht und konnte die Zeit für einen Besuch im Hause W. nur selten aufbringen. Fast 14 Tage hat dieser grauenerregende Zustand gedauert, bis der besessene Körper endlich in Ruhe gelassen wurde. In der Folgezeit habe ich wiederholt gedacht, das Ganze sei nur ein wüster Traum gewesen. Die Kriegsereignisse überstürzen sich. Ich hatte wegen meiner Anschauungen schwere Schikanen seitens einiger Kollegen zu bestehen, die dazu führten, dass ich an die Front abgeschoben werden sollte. Schließlich landete ich in Prag. Etwa 2 Jahre später war ich als leitender Arzt des Nierenlazaretts in Prag-Radlitz tätig. Dort sprach mich eines Tages während der Visite ein baumlanger Feldwebel an, der mich zu kennen schien. Schließlich gab er sich als der älteste Sohn des Generals W. zu erkennen. Als wir unter 4 Augen waren, sagte er, »Herr Doktor, erinnern Sie sich noch an die furchtbare Geschichte beim Tode meines Vaters?« Da waren meine Zweifel an der Realität des Erlebnisses nun endgültig behoben. Wir sprachen die ganze Sache noch einmal durch. Und nun kam im Frühjahr 1963, also nach fast 22 Jahren, eine Begegnung mit der Tochter, durch die mir die zweite Bestätigung erbracht wurde. Da kann man nun ein Fazit ziehen. Ganz offensichtlich gab es von Dämonen besessene Menschen im Mittelalter. Und offensichtlich gibt es sie heute noch. Wir kennen einen bezeugten Fall aus der jüngeren Vergangenheit, den ich gerade eben vorgelesen habe. Und von anderen Fällen weiß ich persönlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass eine Reihe solcher Menschen in Nervenheilanstalten sitzen dürften. Die moderne Medizin hält es natürlich für blanken Unsinn. Damit haben wir den ersten Fall besprochen. Wir haben den zweiten Fall jetzt gerade besprochen und jetzt kommen wir zu Fall Nummer 3 oder Kategorie Nummer 3. Nämlich, da gibt es ein im Bewusstsein abgedämmertes Ich und der Platz wird von Ahriman eingenommen. Und dazu sagt Steiner, seit dem 9. Jahrhundert steigen immer mehr ahrimanische Wesen auf die Erde hinunter. Und wenn bei Menschen das Bewusstsein getrübt ist, dann übernehmen
diese arimanischen Wesen. Der Mensch wirkt auf andere ganz normal, aber Ahriman spricht aus seinem Mund. Und wer wissen will, wie das genau geht, der lese mein Buch Pierre-le-Grignon, Mächtiger als Macht. Das ist der erste Roman über Ahriman, über Freimaurer und auch über den Weg in die geistige Welt. Da habe ich im Detail beschrieben, wie jemand so von Ahriman besessen wird und das Leben, sein Leben und das Leben anderer Menschen dann ändert. Das gibt es als gebundenes Buch, als Hörbuch und als E-Book. Link unter dem Video. Und in dem Buch werden auch grässliche Rituale beschrieben. Und diese Rituale, die habe ich mir nicht ausgedacht. Sie finden heute statt. Link, wie gesagt, unter dem Video. Dann fragen sich einige, ja, kann man das Buch auch gut lesen? Nun, es hat bei Amazon 4,1 Sterne erhalten und ist mittlerweile in Bestseller, in Thriller über Religion auf Platz 2 aufgestiegen. Doch nun zurück zum Fall, den ich jetzt schildern würde, da wo ein im Bewusstsein abgedämmertes Ich der Platz von Ahriman eingenommen wird. Und diesen Fall schildert Rudolf Steiner für Friedrich Nietzsche, 1844 bis 1900. Von Friedrich Nietzsche ist das bekannteste Buch vermutlich Also sprach Zarathustra oder auch Die fröhliche Wissenschaft. Und nun sagt Steiner, diese Bücher, die hat Nietzsche selber geschrieben. Aber dann schrieb Ahriman und der schrieb Der Antichrist und der schrieb Ecce Homo. Dazu will ich nichts Näheres genau erklären. Man kann dann die Details in meinem Buch nachlesen. Damit kommen wir zu Fall Nummer 4. Ein vollbewusstes Ich, das aber ausschließlich arimanische Gedanken hat. Und das sind die gefährlichsten Heuschreckenmenschen. Jetzt möchte ich an die Geschichte erinnern, die ich erzählt habe, von Ochse und Stier. Diese Heuschreckenmenschen, das sind die Ochsen. Und die sagen nämlich Stier, ach, du wirst bald vergessen, wer du eigentlich bestimmt warst zu werden. Die Ochsen, das zeigt das Bild, die stehen in der Macht eines anderen. Die tun nicht mehr, wozu sie eigentlich bestimmt waren. Das sind die gefährlichsten Heuschreckenmenschen. Sie leben in großer Zahl unter uns, sagt Rudolf Steiner, und sie sind sozusagen ansteckend. Aber sie sind geistig tot. Und das Thema ist, sie wollen auch dich geistig töten. Darüber kann ich natürlich nicht öffentlich berichten. Und man kann das Video auf meiner Website anschauen. Link unter dem Video. Wer sich auf meiner Website nicht eintragen will, der findet das gesamte unzensurierte Video als PDF. Link unter diesem Video hier.